So spannend ist dieses Spiel. Und damit ein herzliches Hallo zu diesem Spiel wieder mal. Juhu, wir haben ein ordentliches Intro. Ja, wir haben ein ordentliches Intro. Das auch noch. Kill it! Kill it! Kill it wie es 136. Ich finde dein Gesicht immer noch super, wenn er eine Einheit verliert. Ja. Max, und vor allen Dingen Max, wenn er gewinnt, ist auch sehr schön. Lies dat Schadensprozentzahl. Jupp. Lies es. 195% over 9000. Naja, das nicht ganz, aber... Over 9000! Über 8000. Er ist weit über 8000. Ja, im Deutschen klingt das nicht so episch. So, damit der nicht notfalls noch mit dem hochziehen kann. Guck mal, mit dem 6er habe ich dem fast alles weggebounced. Aber den konnte ich nicht, weil er hier halt Deckung 4 hat. Hab ich noch was? Nein, okay. So, er hat jetzt Tag 4. Wie hast du doch versucht. Er wird mich natürlich da wegbouncen, aber er hat keine Chance, mich komplett zu besiegen. Das heißt, hier gibt es natürlich Truppenverlust, aber das ist in dem Level schon eingeplant. Er kann machen, was er will, das schafft er nicht mehr. Und guck doch mal an, was das ausmacht, wenn ich meine Fähigkeit noch habe. Mhm. Normalerweise würde der mich locker wegbouncen. Also hier wird das auch... Nein, 5 nur sogar. Also das, sowas hätte er normalerweise also mindestens auf 2 runterschießen müssen. Oh, da ist noch Raketenwerfer oben, stimmt. Ja. Aber selbst die haben es überlebt. Da kannst du die Infanterie halt noch zerlegen. So, jetzt werde ich mal ganz kurz den Timer ein bisschen weiter an den Bildschirm ranrücken, damit ich den besser im Auge behalten kann. Ich meine, ich sehe ihn ja nicht, sonst würde ich ja was sagen, aber... Ja, du könntest ja auch einen Timer anmachen, du hast ja sonst den ganzen Tag nichts zu tun. Na doch, ich muss dir zuschauen und blöde Kommentare abgeben. Ich könnte ja auch einen Timer direkt auf den Bildschirm schmeißen, weißt du, aber... Das wäre ja viel zu offensichtlich. Komm, ich stell mal das hier hin, damit ihr was zu tun habt. Du könntest ein- und dann angreifen. Bam. Gucken, ob das klappt, wie ich denke. Ja, das klappt, wie ich denke. Ich kann nicht einen und dann angreifen, weil wenn ich eine... Dann ist der Zug weg. Ja, ja, das ist schon klar. Habe ich dir heute schon mal gesagt. 109. Und dann schaffst du die dritte Artillerie nicht zu zerlegen. Schaffst du nicht. Sei du machst ein Critical. Naja, die dritte Artillerie schaffe ich deswegen nicht zu belegen, weil wir die gleiche Dings haben. Na doch, 109. Doch, 109? Wir haben jetzt die gleiche Deckung. Ach so. Hm. Deswegen war es knapp, ob ich es schaffe oder nicht. Aber jetzt sollte ich kein Problem mehr haben, weil das ist der 5. Tag. Gucken, ob er nochmal ziehen darf. Ja, ja, na klar. Der darf sogar seinen Scharfschuss nochmal einsetzen. Mal gucken, für was er sich entscheidet. Drei Einheiten kann er von dir noch zerlegen. Naja, wenn er die zerlegen will. Herzlichen Glückwunsch für die gewonnene Schlacht, kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, so macht man das. Jetzt buddelt da irgendwo noch eine Atombombe aus und jagt sich in die Luft. Mhm. Tag 6. Ja, Badidu, soll ich euch mal sagen, der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass ich jetzt sogar gewinnen könnte. Das ist eigentlich kein Grund zum Jubeln. Tja. Ja, genau. Weißt du, Maxchen, du warst noch nie gut im Fernangriff. Hättest du die beiden Großkaliber eingesetzt, dann hättest du nicht so viel einstecken müssen. Ich will ja nichts sagen. Das Blick von ihm. Ich will, ja, stimmt. Das Blick. Das Blick könnte voll für eine Meme reichen. Nein, aber ich will ja nicht viel sagen, aber dafür warst du voll schlecht im Nahangriff. Und ich hätte jetzt gewonnen und außerdem, naja, was ist denn das für ein sick Game hier? Wir sagen 5 Tage, wenn du so lange überlebst, dann hast du gewonnen und dann töten wir einfach sinnlos Einheiten zwischendurch. Yep. Hallo, das sind Menschenleben, die da in den Panzern stecken. Oder die hätten aber Poker spielen sollen, fertig. Genau. Und hier noch ein Rat in Ehren. Was ist los mit dir und dem Kleinen? Ihm liegen deine Sticheleien nicht besonders, also gib ihm eine Pause. Er ist verdammt gut und das weißt du. Na komm, Maxi, was sagst du? Yep, ich schätze, du hast recht. Hey, Andy, entschuldige, dass ich so ein Trottel war. Bitte? Solange du cool bleibst, bleibe ich auch cool. Hey, Kid. Was ist, Kleiner?
Wie oft soll ich es dir noch sagen? Hör auf, mich kleiner zu nennen! Boah, schon in Ordnung. Entschuldige bitte, Kleiner. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Ich muss los, Jungs. Bis später. Und pass auf dich auf, Kleiner. Weißt du, das sind so eine Charaktere, die nach der Schlacht zusammen Bier trinken gehen würden. Ja, das ist wie Fußballspielen hier. Das liegt einfach daran, man muss sich dieses Spiel anders vorstellen. Theoretisch spielen wir nicht die Schlacht in irgendeiner Welt, sondern wir sind nur Berater von Personen bei einem riesigen Risikospiel. Mhm. Also auch in dem Spiel gibt es keine echten Truppen. Das ist erst in Dark Conflict, da geht es dann um echte Truppen. Aber hier geht es nicht um echte Truppen, das ist auch nur ein Brettspiel. Also so kommt es mir auf jeden Fall vor. Also zumindest, ja, so reagieren die immer auf alles. Das ist richtig, Günther. Ob wir es heute noch schaffen, irgendwie ein Level zu beenden mit Folgenende? Wäre ja ganz cool. Naja, wenn ich dich wieder doll stark genug ablenke, ja. Naja, weil jetzt haben wir zum Beispiel wieder noch 10 Minuten Zeit, aber wir schaffen noch in 10 Minuten keine... Fox, könnt ihr mich hören? Ne, bist du das? Ja, wir schaffen noch keine Folge, kein Level jetzt. Nein, Günther ist hier. Aber heute haben wir genug Zeit, weil es hat ja gerade erst der neue Tag begonnen. Oh, stimmt, ist schon. Ne, bist du das? Was ist los? Du klingst so aufgebracht. Meine Probleme sind nebensächlich. Olafs Marine ist auf dem Vormarsch. Blue Moon darf auf keinen Fall wieder Oberwasser bekommen. Oh nein, die Schlüffe kommen. Es ist zwingend nötig, dass wir so viele möglich wie Basen sichert. Genau. Ich glaube übrigens, ich habe damals eine Abkürzung genommen oder so. Verstanden. Legen wir los. Mal gucken, wie es von hier aus dann nachher weitergeht. Ich habe auf jeden Fall anders. Max nein. Oder Andy? Oh, ich kann zu mal entscheiden jetzt. Sag mal Stopp. Günther. Okay, Max. Auf ins Getümmel, ja. Jo. Ba, ba, ba. Obwohl Panzer vielleicht nicht so sonderlich gut sind gegen Schiffe. Ah. Kriegsnebel. Oh je. Was hieß Kriegsnebel gleich wieder? Ach, wir verraten das jetzt nicht, was Kriegsnebel heißt. Das ist eine Falle. Warte mal. Er kann mich nicht angreifen? Okay. Tauchen. War eine gute Idee. War definitiv eine gute Idee. Was ist das Minus? Das heißt, wir sehen nicht durch den Kriegsnebel, ob sie was geladen haben oder nicht. Siehst du da die zwei Fragezeichen? Nein. Links? Links? Neben ja, ich sehe die Fragezeichen. Ja, das heißt, dort könnten zwei Einheiten geladen sein und wir wissen nicht welche. Und anstatt zu sagen, nee, ihr seht das nicht, sagen sie, guckt mal hier, ihr seht das nicht. Ja, es ist traumhaft. Warte mal, was sind situationsartig? Was geht denn hier ab? Siege hier, indem du das Gegner oder die Truppen besiegst. Olaf darf nicht gewinnen. Olaf. Ich okay. Gehe da jetzt nicht hin. Gibt es irgendwo einen Hafen? Nein. Nein, es gibt gar nichts. Ich habe nur die Truppen, die ich jetzt gerade habe. Oh, das ist scheiße. Das ist ziemlich scheiße. Also kannst du ja aussuchen, was du machst. Ob du über Wasser vorrückst, das würde ich dir nicht raten. Nee, nicht bei den Schlachtschiffen. Weil er zu viele Schliffe hat. Ich lock ihn, glaube ich, erstmal in meine Richtung. Wobei? Die Frage ist jetzt, hat er Landeschiffe? Das ist eine gute Frage. Wenn er keine Landungsschiffe hat, musst du nur gucken, dass du irgendwie oben die Brücke hältst, die erste. Und die zweite? Dass du ihn von den Brücken fernhältst. Ne, die zweite Brücke würde ich zum Angriff nutzen. Okay, wir wissen, dass er dort einen Panzer hat. Aber ein Panzer ist lächerlich. Ich ziehe erstmal ziemlich viele Truppen nach oben. Ich verstehe jetzt übrigens, was du meintest mit von wegen Brücke halten. Das ist eine gute Idee. Jupp. Weil da oben kannst du deine Panzer ganz gemütlich vorbeischieben. Aber ich werde die von hier irgendwie halten dann. Du kannst doch den Raketenwerfer da in den Wald stellen, das ist doch perfekt. Na, ich werde die Artillerie da und den Raketenwerfer da in den Wald stellen. Nee, ich meine den unteren Wald. Da stelle ich die Artillerie hin. Den Wald unten? Achso, warte mal. Nee, weil der Raketenwerfer ist da so schlecht. Ach ja, du hast ja diese verschliffte Reichweite. Genau.
Habe ich auch gerade mitbekommen, dass das ja ziemlich verschlifft ist. Jetzt hätten wir den anderen gebraucht, Andy. Ja, ich wusste, ich hätte Andy nehmen sollen. Warum machst du es dann nicht? Ich habe dich gefragt, weil ich dachte, du sagst sowieso Andy. Hehehe, seht her, Olaf Seeflott ist gekommen. Da, 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 ich habe nicht nur Schlachtschiffe, sondern eine ganze Armada. Verzeiht mir eure Korpulenz. Bitte was? Das ist so geil, wie Kitty und immer. Aber wenn der Gegner ins Land zieht, ist eure Seemacht völlig nutzlos. Jetzt bin ich an der Reihe. Meine Flotte vernichtet dieses widerwärtige Sternenkorps Orange Star. Hahaha. Aber du hast nicht einmal eine Infanterie- oder Mecheinheit und... Mann, der Typ hört mir doch nie zu. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Moment, er hat keinerlei Oh, aber er hat Raketenwerfer. Ja, die stehen da unten im Wald. Also nicht da unten, sondern da hinten. Und Schliffe hat er auch. Wie wir sehen. Das heißt, du musst nur eine Infanterieeinheit sichern, irgendwo sicher hinstellen, dann kann er gar nicht mehr gewinnen. Doch, er kann noch gewinnen, wenn er alles tötet von dir. Ja, wenn ich die Infanterie-Sicherheit sicher hinstelle, dann nicht. Scheiße. Du hast nicht tauchen lassen. Doch, aber er ist mit seinem Schiff genau neben meinem gelandet. Deswegen hat er das U-Boot dahingestellt. Genau. Das war meine letzte Chance, um wenigstens eins seiner Schliffe auszurotten. Aber das ist nicht schlimm. Weil ich jetzt wirklich weiß, dass ich mein Hauptgebäude... Der einzige Nachteil ist, du siehst sie jetzt nicht mehr. Ja, aber das ist gar nicht so schlimm. Die Frage ist, du könntest dich jetzt einfach zurückziehen. Du musst ja nicht auf die Brücke halten, indem du auf der Brücke bist. Ich muss die Brücke generell nicht groß halten. Ich darf mich nur nicht von ihm besiegen lassen. Stimmt, du brauchst die Brücke nicht halten. Der hat ja keine Infanterieeinheit. Genau, es ist mir egal. Er kann nicht an mein Hauptgebäude ran. Er kann nur deine Armee einkesseln, aber das ist ja auch late. Ich finde es übrigens sehr schön, dass Kit mir sagt, warte mal, wie weit habt ihr Sicht? Sicht 3, 1, 2, 3, okay, sehr schön. Aber ich werde trotzdem den da einstellen, auch wenn ihr den sehen könnt. Wahrscheinlich sind unsere Gedankengänge irgendwie im Eimer, weil er dann doch irgendwo eine Infanterieeinheit hat. Nee, wenn er sagt, dass er keine hat, dann... Du glaubst, Kit. Kit ist sehr, sehr loyal zu mir, irgendwie, aus welchen Gründen auch immer. Es ergibt zwar alles keinen Sinn, warum er das macht, aber... Das ist einfach Kit. Kit-Kat? Gesundheit. Das auch noch. Wow, die Sichtweite vom Landeschiff ist Hammer. Hammer. Ja, eins. Ja, der hat auch bloß zwei. Für einen Fernkämpfer natürlich normal. Hier, der hat auch bloß eins Sicht. Und der hat, glaube ich, zwei, ne? Ne, auch nur eins. Du könntest dein Schliff noch zurückziehen, ein bisschen. Das Ding steht auf dem Riff. Ah, ja, gut, nee, dann lass es da stehen. Vielleicht läuft mir was vor die Flinte oder so. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kommt er wieder mit dem U-Boot gefahren vor. Schlachtschiff. Wow. Scheiße. Ja, wahrscheinlich hält er da an, das ist richtig. Sehr schön, sehr schön. Warte mal, war das jetzt wenigstens das vordere? Ha, awesome. Du hast ein TTP verloren. Ja, ich weiß, aber das kümmert mich jetzt eher... Aber du weißt, du kannst ein Speerstück vorschieben. Das kümmert mich jetzt eher sekundär nur. Ich weiß, ich habe meine Jagdpanzer, das ärgert mich schon eher. Zumal du dich jetzt langsam etwas vom Wasser entfernen solltest. Ja. Zumindest solange er noch U-Boote hat. Aber ich bezweifle, dass du die U-Boote noch ausschalten kannst. Die U-Boote können nur mein Schlachtschiff angreifen. Die U-Boote können übrigens unten in den Wald auch nicht reinschauen, weil sie nicht auf dem Strand fahren können. Naja. Aber ist doch egal, die U-Boote können mir egal sein, weil die U-Boote können nur mein Schlachtschiff noch angreifen. Die U-Boote können aber deine Einheiten aufdecken, weil sie weit sehen können. Für und die Schlachtschiffe können dann angreifen. Richtig. Ich denke mir schon was dabei. Hätte ich gar nicht so erwartet von dir, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, ich weiß, es ist nicht meine Art, aber... So. Jetzt schauen wir mal, was Max so alles drauf hat.
indem wir das machen. Das hat einen bestimmten Grund, warum wir das so machen. Welchen Einheit zu verlieren. Naja, davon mal abgesehen. Welchen Grund das hat, das erfahrt ihr im nächsten Part von Let's Play Advance Wars. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.